Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu unserem gemeinsamen Projekt Mach die Farm wieder schön und benenn den Hund um, zusammen mit dem Jules in Stardew Valley. Hallo Jules. Hallo. So, ich hoffe, du bist fit. Und, ja, soweit. Ja, ich hab's geschafft. Der Hund, ne, der hatte mich ja etwas überrascht und da gab's ja dieses Benennungsdesaster. Und ja. Wenn mich nicht alles täuscht, der Hund hat einen neuen Namen. Hund umbenennen geht nicht. Doch, geht. Bitte sehr. Aus Bell. Kann ich mir das angucken? Du machst einfach den Rucksack auf, also Escape, glaube ich. Ach, halt echt, Niklas. Dann müssten wir jetzt eigentlich noch einen Hund finden, den man Gorilla nennen, ne? Ja, das wäre ein Affe besser, aber gut. Also, Hund umbenennen geht, aber natürlich nur über fiese Tricks, ist klar. Und zwar müsst ihr sozusagen in den Dateien selber arbeiten. Das solltet ihr nur machen, wenn ihr wisst, was ihr tut. Da ich keine Ahnung habe, habe ich es gemacht. Was? Sehr gut. Aber ihr seht, mal schnell, ne? Mal ja. Da ist man nicht voll. Ihr wisst, der Fussel kann nix, ja, und davon auch nicht viel, ne? Hat nix gelernt, die Hälfte noch vergessen, ne? So. Kann man hier. Ja, sag mal, es geht nicht im Spiel, sondern du musst in den Dateien, da gibt es eine spezielle Datei, da sind diese Daten alle drin. Das ist ja relativ einfach programmiert, indem das hunderte von Codezeilen sind. Also nicht Code im Sinne, sondern Code. Ne? Code. Ich glaube, wenn man das Code ausspricht, dann hört sich das besser an, als wenn man Code sagt. Das könnte missverständlich sein. Was hast du denn da für einen Code programmiert? Ist alles scheiße. So, und da gibt es eine Stelle, da ist dann der Hund und dahinter ist in Anführungszeichen der Name und den kannst du beliebig ändern. Das musst du aber in den Dateien selber machen. Sama fragt weiter, habt ihr die Lachsbeeren gesammelt? Bitte was? Jetzt habe ich das weggeklickt. Was für Lachsbeeren? Ich hatte gerade eine Nachricht bekommen. Lachsbeeren? Alter, bei mir vibriert alles. Was ist denn das für eine Scheiße heute? Was ist denn schon wieder? Hulas? Schmeiß doch das Handy weg. Echt, ey. Also mein Handy liegt absichtlich woanders. Na, ich will mein Handy auf meinen Maus. Die roten Beeren in den Büschen. Warte. Ich sehe hier rote Büsche. Das sind Lachsbeeren Inventar voll. Soll ich mal die Pastinaken im Übrigen mal verkaufen oder was? Das mal wieder wegen. Ja, wir brauchen Mann Geld. Ekel. Der Fussel braucht unbedingt einen Rucksack. Du hast ja schon einen. Stimmt. Hier liegt übrigens eine Lachsbeere rum, wollte ich nur gesagt haben. So, warte mal. Das ist Stein, das ist Golle. Kupfer, Edelkristall. Ach, Schleim geht immer. Eine Geode. Okay, Lachsbeere habe ich eingesammelt. Hier, das sind diese roten Büsche. Ach, da, die da. Halt echt. Da oben ist nochmal. Und die kann man essen? Hallo. Lachsbeere essen? Plus ein Energie. Juhu, jetzt bin ich aber gestärkt, wa? So, Fusselhund. Liebe ist, alles klar. Haben wir eigentlich noch irgendwo Samen oder sowas? Die geben am Anfang nicht viel, aber es läppert sich mit der Zeit. Ja, wenn wir 1000 Stück davon haben, ne? Wir haben gemischte Samen, haben wir noch. Die habe ich jetzt mal rausgenommen, die können wir einpflanzen. Ja, wir pflanzen. Dann haben wir noch Kartoffeln, die wir eventuell verkaufen könnten. Ja. Wenn du willst, sollen wir sie verkaufen? Meine Kartoffeln sind ja nicht so unbedingt selten in dem Spiel. Ja. Ich nehme gleich rein zum Verkauf. Sag mal, hatte ich nicht von Amts wegen meine Axt? Von Anfang an sogar. Wo ist denn die Fusselkiste? Hat Fussel seine eigene Kiste? Nö, ne? Ne, so weit waren wir, glaube ich, noch nicht. Doch, Mann, wir kommen aber auch nicht vom Fleck hier. So. Dann wollen wir doch mal gucken, Lachsbeeren sammeln. Also, wenn ich hier irgendwas looten kann, ne? Dann. Wisst ihr ja, das ist meine große Professur. Das mache ich. Das ist zwar für euch langweilig. Ja. Die Tage gehen wieder schnell vorbei, ne? Du weißt ja, wie das ist in Stardew Valley. Ja, ich weiß auch nicht. Die sind auf der ganzen Karte verteilt. Ja, es wird ein anstrengender Tag. Oh. Wir können ja mal in die Stadt laufen. Was hältst du davon? Zu den Bekloppten? Ja, zu den Bekloppten. Na gut. So, Niklas ist auch da. Hallo, Niklas. Hallo, Niklas. Und wir dachten noch, du bist im iRacing unterwegs. Ich war schon etwas verwirrt, weil das war noch ein 24-Stunden-Rennen. Was ist denn hier noch? Guck doch mal einer diesen Müll hier weg. Widerlich. Ach, da bist du. Ja, der gut aussehende bin ich. Hier ist eine Lachsbeere.
Mitnehmen. Ich habe auch eine. Ja, gut. Hopp, geh her. So. Bringen die besonders viel Geld oder was, die Lachsbären? Nee, aber ein bisschen was vielleicht. Aber du weißt doch, Hauptsache sammeln. Hier ist übrigens auch noch Lachsbären. Ja, wir brauchen ja nur 600 Münzen. Dann hast du einen Rucksack. Siehste? Da geht's nicht weiter. Ich bin... Ja, du kannst in den Tunnel rein. Warst du da schon mal? Echt? Hm? Nee. Sehr interessant. Kann man da aber besonders was holen oder was? Oder? Da ist übrigens unten eine Lachsbeere. Jo, hab ich. So, wenn du mal hier reinkommst... Hier ist schön finster. Also hier ist eine Schranke. Die kann man aber kaum sehen. Au. Ich glaube, die ist hier. Ich komme nicht weiter. Vielleicht bin ich auch zu fett. Und hier... Kann ich ganz schemenhaft erkennen, hier ist ein Kasten. Eine batteriebetriebene Schließkassette. Unglücklicherweise fehlt die Batterie. Naja, man weiß auch nicht. Hast du eine Batterie? Nee, ich habe eine Joja-Cola. Gut, das ist auch eine Batterie. Ist genug Energie drin in dem Scheißzeug. So. Ich bin auch gespannt auf die Dinger hier. Ich habe da eine Vermutung. Das sind so Schnellreisedinger. Sowas habe ich nämlich schon mal gesehen bei der Schmiede hinten. Und ich glaube, in der gibt es hier nicht auch... Auf der Map, guck mal, da oben ist auch, wenn du auf die Map drückst, da oben ist auch scheinbar irgendwie ein Bahnhof oder so. Ist eine Map? Da ist ein Bahnhof, ja. Drückst. Stimmt. Wenn du auf M drückst, aber oben ist irgendwie... Wenn ich das richtig interpretiere, daneben ist das Zelt, aber da war gar kein Durchgang. Ja, müssen wir halt mal gucken. Aber so weit sind wir, denke ich, eh noch nicht. Ich glaube, ich muss auch noch ein paar Quests lösen, ne? So, warte mal, hier geht's gerade um den Autocrash. So, dein Autocrash gut überstanden, Niklas. Niklas schreibt, ach ja, habt ihr ja schon gesagt, was passiert ist. Ah, hier läuft was im Hintergrund. Das kriege ich nicht mit. War nicht der Fahrer, musste es aus der Box mit ansehen. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Weißt du, Niklas ist der Einzige, ne? Der ständig sich dreht und falsch fährt und so, weißt du? Aber jetzt soll er wieder nicht der Fahrer gewesen sein. Ist klar, der hat auch sein ganzes Team da wieder zu Grund und Boden gefahren. So ist das. So, die Minenkarren müsst ihr noch freischalten. Alles klar. Das mit den Minenkarren war bei den beiden noch ewig. Wird bei den beiden noch ewig dauern. Hallo? Höre ich da leise Kritik? Trotzdem blöd, wenn du nach einer Stunde aufgeben musst. Das geht jetzt wieder ums Rennen. Alles klar, was wollen wir eigentlich hier? Der hat doch bestimmt schon wieder Lachsbären zu, oder? Sammeln. Ja, die haben alle zu. Wir haben, überleg mal, wir haben... Oh ja, Uhr. Nee, ist ja schon nach 12. Was haben wir denn heute? 15. Bald hat Pam Geburtstag, die dicke Pam. Und danach ist Shane. Kenn ich Shane? Wer ist Shane? Ich hab keinen Dunst. Oh nein, wir haben Haleys Geburtstag verpasst. Aber beim Eierfest, habt ihr das gesehen? Also, beim Eierfest waren wir... Haben sie. Warum ist denn hier schon wieder dunkel? Was ist denn das für ein Tag? Ist ja sowas von schnell rum. Wahnsinn, ey. Es ist wirklich widerlich. Dann gehen wir noch schnell gucken, ob wir einen Muskel finden. Oh, hier kann man sammeln. An der Anglerhütte, oder? Oh, ich habe ein Naturfossil gefunden. Ich habe einen Hasen gefunden, der dann ins Gebüsch gekackt ist. Achso. Wer hat ins was? Ins Gebüsch gekackt? Ja. Die Sau. Sag mal, bin ich betrunken? Ja, mein Inventar ist voll. Du musst das machen. Ich komme, wenn weißt ich du, die scheiß Hütte wieder finde. Was für eine Hütte? Du musst doch einfach nur runtergehen. Am Friedhof. Ich komme. Nein, du sollst erscheinen. Kommen kannst du später, wenn du an deiner Hütte alleine liegst. Das will ich, dieses Elend will ich nicht mit ansehen. Ja, okay. Mach mal so. Zum Glück kann man hier keine Tiere umbringen. Was? So, das war das Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf der anderen Seite, Jules, 2 Korallen, rot. Ich habe gerade geguckt, ob da vielleicht noch was ist. Hi. Na, so spät noch wach? Greifen die Fische? Ahoi, Bürschchen. Sieht nach einem angemessenen Wetter zum Fischen aus, ne? Ja. Mhm. Ich habe übrigens Kommentare auf YouTube gehabt. Zum Thema Fischen. Über? Okay. Also, es soll 3 Teiche geben, Fluss und Meer. Und je nach... Ja? Gibt es verschiedene Gewässer quasi. Richtig. Und jedes Gewässer hat unterschiedliche Fische. Und da das ja schon ein bisschen einfach ist,
ist es nochmal unterschiedlich, je nach Uhrzeit und Wetter. Oh, da ist ja irgendjemand. Der Jesus. Nee, der klaut. Hier, der macht so was Ekelhaftes. Der, siehst du, und jetzt gibt's Ärger. Das ist doch hier der Einsiedler oben aus dem Zelt, nee, des Bahnhofs. Oh, die Waschbären sind wohl wieder unterwegs, diese Strolche. Wie könnte man George sprechen? Ich müsste mir mal so einen Stimmenfundus anlegen. Wie könnte so ein George sprechen? Das ist ein älterer Herr, ne? Die Waschbären sind wohl wieder unterwegs. Nee, das ist ein Bekloppter, warte mal. Wie rede ich denn immer, wenn ich... Ich habe gehört, der Jules will trinken, weißt du, deswegen. Gibt ein Mod, mit dem man das kann, verarbeitet man dann zu Wurst. Okay. Da ging es um tote Tiere. Nee, die Waschbären sind wohl wieder unterwegs, diese Strolche. Kann ich mir das merken? Ja, was bist du denn für ein? Ach, du kommst gerade rechtzeitig, Junge. Komm mal ran. Könntest du einem alten Mann einen Gefallen tun? Könntest du mal um die Ecke gehen und diesen Waschbären für mich verjagen? Sie haben ein ganz schönes Durcheinander verursacht. Hier, geh um die Ecke. Oder ich bring dich um die Ecke. Kann ich auch machen. Danke. Und jetzt jag einen ordentlichen Schreck ein, damit sie nicht mehr zurückkommen, weißt du? Ich gehe jetzt schön ins Bett. Ist nämlich schon 16 Uhr. Ich hatte schon Abendessen. Ja, tschüss. Wie geht das? Macht ja das ganze Spiel kaputt, was? Ich denke, es geht immer noch um die Tiere. Und wie, du könntest, siehst du eigentlich den Text auch? Ja, ich lasse dich nämlich immer schön hier den Monolog führen. Na toll. Wollen wir nicht einen Dialog rausmachen? Du könntest ja Linus sprechen. Lass dir mal was einfallen, wie der spricht. Will ich mal sprechen? Ja, da weißt du mal, wie schwierig das ist. Ich nehme Max und den alten Mann auf jeden Fall. Die habe ich. Max? Nee, wie heißt der Bürgermeister hier? Heißt der auch Max? Heißt er Max? Maximilian oder so ähnlich? Boah, also Stimmen verstellen ist ja überhaupt nicht mein Ding, ne? Ja, man wächst an seinen Herausforderungen. Lass dir was einfallen. Also 3 Stunden später. Kann ja Österreichisch sprechen oder so. Ja, moin. Moin. Ah, nee, warte mal. Servus. Aber so gut Bayerisch spreche ich auch nicht. Nee, überhaupt. Hört man gar nicht raus, dass du da rauskommst. Ach, Luis heißt er. Vielen Dank. Luis, Max ist auch alles eins. Best Bescheid, Schätzelein. Ja, guck, das ist zum Beispiel der Linus. Guck, jetzt habe ich gleich gehört, das ist der Linus. Nee, das ist der Bürgermeister. Die Bürgermeister hören sich immer gleich an, weißt du, Schätzelein. Du musst um jeden Preis gucken, dass du dir noch Geld aus der Kasse kriegst. Ja, das war bei Tumult auch schon so, ne? Jeder Bürgermeister kriegt von mir diese Stimme, die hart an Hagt Kerkeling erinnert. Weißt du, Bescheid, also pass auf, ich lese es. Ich lese jetzt für dich vor und ich versuche mein bestes Stimmenverzerrungstalent auszupacken fürs nächste Mal. Okay, Niklas sagt, du sollst auf Sächsisch reden, nicht wahr? Nein, das kann ich auch nicht, wahr? Das erinnert eher an den Kalmund. Ja, wobei der ein bisschen runder spricht, ne? Aber das sind beides frohe Naturen aus dem Rheinland. Fussel, du machst mich fertig. So, Linus. Also gut. Der Linus war es auf jeden Fall. Das haben jetzt, glaube ich, schon alle gelesen. Ja. Meinst du nicht? Die Sau. Ich will jetzt von dir eine Stimme hören. Wir müssen das jetzt hier mal professionell gestalten. Und wer da vorhin gesagt hat, es könnte... Ich bin so unkreativ wie sonst was, wenn du mich damit ins kalte Wasser wirfst. Ich weiß, es tut mir leid. Ja, also, dann mach so hört sich doch ein älterer Obdachloser an, oder? Tut mir leid. Ja, ich habe eine Menge frisches, noch warmes Essen in diesen Tonnen gefunden. Dinge, die verschwendet werden, wenn ich sie nicht nehme. Ist eher eine Jugendstimme. Und Saba schreibt, lies doch einfach normal. Findest du, ich mache hier irgendwas Schlechtes? Ja, es ist ekelhaft. Nein, es wäre eine Schande, das Essen zu verschwenden. Ja, es ist illegal. Das hier ist George, privates Eigentum. Nein, aber du solltest dir einen Job besorgen und aufhören, von anderen zu schmarotzen. Welche Antwort sollen wir nehmen? Ich habe ja meine Antwort schon gefunden, die so wirklich meinem Herzen entspricht. Warte, so weit war ich noch nicht. Lies auch noch schneller. Findest du, hier irgendwas schlecht? Ja, es ist ekelhaft. Also ich finde es auch ekelhaft. Ich meine, Mülltonnen zu suchen, finde ich echt eine Frechheit. Was? Gut. Also mein soziales Gewissen würde auch 2 sagen. Hier, der Chat schreibt auch 2. Niklas wird jetzt wahrscheinlich 5 schreiben, wie ich ihn kenne. Also die Masse ist für 2. Ja, ich glaube, ich würde auch sagen, es ist eine Schande, das Essen zu verschwenden. Ich meine, wir machen es ja auch nicht.
Wir verschwenden Wehen, Niklas. Ja, Sabah droht schon. Nein, also ich finde das übrigens auch eine absolute Frechheit von dem Gericht, das gesagt hat, dass dieses Mülltonnen-Ausleeren eine Straftat ist. Also aus meiner Sicht müsste es wie in Frankreich sein, wer Lebensmittel, die noch verkehrsfähig oder verwendungsfähig sind, ja, wegschmeißt, der müsste bestraft werden. Und nicht die Leute, die das Essen aus dem Mülleimer fischen.